Closer Divinity. Tali, es sieht so aus, als hättest du das Spiel gegen Reimer nicht zu Ende geführt. Das ist inakzeptabel. Also, hat es Spaß gemacht, gegen sie zu spielen? Die beiden sehen verdammt ähnlich aus, aber okay. Nee. Komm schon, wie viele Stimmen denn noch? Ich kann mir schon unsere Stimmen nicht merken. Und die sind alle gleich aus und die haben fast alle identische Stimmen gehabt. Ist dir euch aufgefallen? Ich lese die einfach ganz normal vor, Leute. Tut mir leid. Ja, es wäre besser, wenn wir uns selbst um diese Angelegenheit kümmern. Gibt es noch stärkere als Epsilon? Ernsthaft? Verzeiht mir, falls ich eure Gefühle verletzt habe. Vergesst nicht, dass der Kampf zwischen uns drei noch nicht vorüber ist. Es gibt noch eine Mannschaft. Und was dich angeht, ich weiß noch nicht, wohin du immer verschwindest, aber merke dir eins. Du bist vielleicht einer der Lieblinge unseres Vaters, aber du wirst nicht mehr lange tun können, was du willst. Oh, gibt Streitigkeiten bei denen? Ich werde es nicht vergessen. Darwin, überlass den Rest uns. Die zwei Rothaarigen sehen sich verdammt ähnlich im Profilbild. Unser Vater hat bereits alle Vorbereitungen für die nächste Phase des Plans getroffen. Perferetur Ehime? Wait! Neues Gebiet? Ach, er. Beeil dich, Samford. Hat er schon wieder seine Handlanger auf uns angesetzt? Ach, das sind halt nicht die von Wall Academy, die zwei. Geben dir denn nie auf? Sie sind auf jeden Fall sehr wachsam. Das ist der Beweis, er muss hier irgendwo in Ehime sein. Aber was tut er hier? Welches Ass hat er noch im Ärmel? Ich weiß es nicht, aber wir werden ihn schnappen, bevor er die Chance hat, irgendwas zu unternehmen. Da sind sie wieder! Ah, genug geredet. Hä? Was zum... Hey, schnell! Das würden sie nicht wagen, oder etwa doch? Hierher, schnappt sie euch! Komm, schnappt sie euch! Wow! Ray Dark taucht mit der Royal Academy Redux auf. Und er hat ein paar Überraschungen parat. Wie wird Sharp damit umgehen? Finde es heraus in Alte Widersacher, Hillman vs. Dark. Wir werden es Ray Dark zeigen! Der ist schon irgendwie genial gemacht, finde ich. Mit der Vorschau, was als nächstes passiert. So, überschreiten wir das Ganze mal. Team-Level haben wir jetzt... Wow, 25, 28 Spieler. Okay, weiter geht's. Endlich. Meine neue Festung ist endlich fertig. Schon bald wird jeder von der Royal Academy de Redux gehört haben. Ach, die wieder. Die Verbreitungen haben weniger in Anspruch genommen, als wir geplant haben. Wir haben hohe Erwartungen an sie. Hoffentlich können sie sie erfüllen. Was denkst du, mit wem du hier sprichst? Ich sehe, sie haben wohl immer noch keine Manieren gerücksichtslos. Versuchen sie erst gar nicht, die Person, die sie gerettet hat, auf Kreuz zu legen, oder ich werde... Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Und ich habe nur einen Traum. Raymond, die haben meine Pläne ruiniert. Meine Ambitionen, sie haben mich gedemütigt.
Sie werden das erste Opfer der Royal Academy Redux werden. Ha. Sie haben also vor, Raymond zu besiegen? Herr Wiles? Ich würde sagen Wiles, Herr Wiles. Herr Wiles! Aber nur witzig, mit dem. Wenn sie es schaffen sollen, würde das meinen Meister auch sehr erfreuen. Sie sind sich auch wirklich ganz sicher, dass sie Raymond besiegen können. Es sieht so aus, als hätten die eine kleine Siegesserie gegen ihre Teams am Laufen. Aber jetzt habe ich ein Ass mehr. So wie immer, ne? Ist klar. Stonewall! Ja, ja. Ach, sehr nah. Die alten Kameraden. Sie haben gerufen. Lasst mich los. Dark, um was um alles in der Welt führen Sie hier im Schilder? Bringen bringt Sie zum Schweigen. Wie Sie wünschen, Kommandant. Mach jetzt keine Zähne. Umholen wird auch sowieso nicht weit helfen. Ihr wart doch früher schon Darks Sklaven, stimmt's? Warum kommt ihr nicht zurück? Ruhe, wir waren niemals seine Sklaven. Er hat recht, wir hatten uns freiwillig dazu entschieden. Genau wie bei Sharp, auch er entschied sich dazu aus eigenem Antrieb. Dieser Sharp war doch der, der euch sitzen gelassen hat, oder? Was hast du gerade gesagt? Ihr Armen. Erst werdet ihr von Zeus platt gemacht und dann macht sich auch noch Sharp aus dem Staub. Das ist herzerreißend, nicht wahr? Er betrügt euch und jetzt schaut, was aus euch geworden ist. Was? Da könnt ihr euch jetzt ärgern, bis euch die Hutschnur platzt. Die Wut macht euch stärker, dann werdet ihr wie wir. Wie ihr werden? Könnt ihr nicht meinen Herzschlag hören? Könnt ihr nicht den Puls in meinen Adern pochen hören? Mit jedem Geschlag wird es stärker, stärker und noch stärker. Und ich bin ein wenig verrückt. Du, ja, irgendwie ist es schön. In euren fließt dasselbe Blut. Ihr wollt stark sein? Stärker als alle anderen? Sind's als Scharf? Stärker als Scharf? Ihr würdet alles machen, um stärker zu werden. Selbst eure Seele würdet ihr verkaufen, richtig? Richtig? Also, dann, das nächste Mal, wenn ich sie sehe, erwarte ich positive Nachrichten. Ach, wer ist dieser Typ? Endlich ist alles perfekt vorbereitet. Ich warte auf dich schon. Komm und hol mich. Das hört sich irgendwie komisch an. Kapitel 5. Alte Widersacher Hillman vs. Dark. Yeah, alter Widersacher Hillman vs. Dark. Ach, da sind wir wieder bei unseren News. Wer war das? Was hat das getan? Wer hat das getan? Was auch immer. Wahrzeit, was hast du denn da auf deinem Bauch? Jemand hat ein kleines riesiges Gesicht auf deinem Bauch gemalt. Das war bestimmt Scotty. Ich habe meine Augen nur für ein paar Sekunden geschlossen. Es steht hier sehr gut. Hör auf zu rumzuhalten. Um zu hüpfen, dein Bauch schwabbelt so und Aber Kevin, was ist denn das für ein Zettel auf deinem Rücken? Hä? Tritt mich, ne? Dumpfbacke. Du Kleiner. Oh, wenn ich dich in den Finger kriege. Scotty.
Was war das denn jetzt? Scotty, wenn das nicht sofort aufhört, dann schicken wir dich zurück zu Klauser Definität. Aber jetzt aber. Jetzt haben wir tatsächlich jemanden gefunden, der sogar noch mehr Radau hier im Bus... Der noch mehr Radau hier im Bus macht. Unfassbar. Aber echt, wenigstens macht das die Busfahrt ein bisschen lustiger, stimmt's? Übrigens, ich frage mich, warum Sloan verschwand, bevor das Spiel vorbei war? Ich weiß es nicht, aber es zeigt uns, dass sie irgendwo einen Unterschlupf haben, in die sie sich zurückziehen können. Ja, ich verstehe. Vielleicht sollte ich meinen Vater fragen, ob er ein paar Nachforschungen betrieben hat. Betreiben, ne, eigentlich. Das ist eine gute Idee, danke, Emily. Seit wir Gemini besiegt haben, zerstört es mehr Schulen denn je. Ich dachte, es zerstört nichts mehr. Aber okay. Ruhe, alles zusammen, unser nächster Gegner steht fest. Unser nächster Gegner hat eben einen weiteren Angriff angekündigt. Der Geschäftsführer hat heute Morgen eine Botschaft empfangen. Sharp? Was ist los? Nichts. Lass uns das Video jetzt anschauen. Lange nicht gesehen, Ramon Elf. Ihr habt mich vermisst? Ray Dirk. Ja, aber sollte der nicht im Gefängnis sein? Dirk. Die Elends hat mir die Kraft gegeben, wiederzukommen und endlich meine Rache zu vollenden. Ich werde die in Himmel auf euch warten und dieses Mal habe ich ein neues Team, um euch zu besiegen, die Rollin Academy Redux. Ich warte schon auf dich, Sharp. Ich bin mir sicher, dass du gerade zuschaust, Dims. Extra deinen Weg habe ich für die Anwesenheit einige Spezialgäste gesorgt. Warrior Academy Redux? Er hat Aliens erwähnt, ob es zwischen ihm und der Aliens Academy eine Verbindung gibt? Bestimmt. Ohne Zweifel. Mann hat einen schwarzen Fußball an einen Ort gefunden, wo Dark ausgebrochen ist. Er gibt auch nicht einfach auf. Sharp, alles in Ordnung? Du bist so ruhig. Das passt gar nicht zu dir. Moment, ich komme da nicht ganz mit. War dieser Ray Dark der Vizepräsident der Junior High School, des Junior High School Fußballverbands? Ja, und er war auch der Trainer der World Academy, meiner ehemaligen Mannschaft. Was ist zwischen dir und Dark passiert? Er war zu jener Zeit Schandtaten bereit, solange er zum Sieg verhalf. Und er ist auch für die Herstellung des Wassers der Götter verantwortlich. Es gibt normale Menschen gottähnliche Kräfte. Achso, es gibt normalen Menschen gottähnliche Kräfte. Zeus Junior High, unser Gegner im Finale der Football-Frontier, hatte das Wasser der Götter genutzt, als wir gegen sie antraben. Also ein Doping sozusagen. Dirk wurde schließlich dafür verhaftet, dass er sie mit dem Wasser der Götter versorgt hatte. World Academy Redux. Ich halte das nicht mehr aus. Das sehe ich genauso. Ich werde es nicht zulassen, dass er das Fußballspiel weiter beschmutzt. Lass uns nach Ehime fahren und Darks Team ein für alle Mal besiegen. Zeigen wir ihm, dass er mit seiner unsauberen Art auch diesmal nicht weit kommen wird. Alles klar. Die Kruzifix! Ich bin der neue Veteran. Noch einmal gegen Dark antreten ist ganz schön schwer, ihn loszuwerden, stimmt's? Herr Veteran, Sie haben jedes Mal eine andere Stimme. Wie kommt das? Sie kennen Dark schon eine ganze Weile, oder? Ja, meine Brüder. Meine Brüder. Stimmt. Ich kenne ihn aus allen Zeiten.
als er als kleiner Knirps im Ryman Footballteam gespielt hat. Er war immer so still und manchmal wirkten seine Augen so kalt, als würde er alles und jeden verabscheuen. Selbst nach 40 Jahren ist sein Hass auf Fußball immer noch so stark wie am ersten Tag. Oh, ich alter Tümpel, sollte wohl nicht so viel ausplappern. Bist du vielleicht der Vater von ihm? Trifft mich wieder hier, wenn ihr bereit seid, nach ihm aufzubrechen. War die World Academy wirklich so stark? Ja, das waren sie. Als wir das erste Mal gegen sie gespielten, hatten wir nicht den Hauch einer Chance. Jeden Tag haben wir verrückt trainiert und am Ende hat sich das ausgezahlt und wir haben gewonnen. Redux hin oder her, wir werden die Royal Academy wieder besiegen. Denn jetzt sind wir eine unschlagbare Angriffsmaschine, stimmt's, Leute? Ja, du hast recht. Sprich mit Herr Veteran, der 20.000 Stimmen hat, um weiterzufahren. So, bevor ich das tue, wollte ich eben kurz hier im Block schauen. Wichtig, diesmal gewinnen wir. Bla bla bla. Okay. Ah, sie hat einen Block geschrieben. Neues Spiel angeworben. Bla bla bla. So. Das sieht gut aus. Scotty. Aha. Spiel angeworben. Was plant Great Dark? Ja. Okay. Okay. Dann fahren wir direkt weiter. Seid ihr bereit? Jo. Ausgezeichnet. Und wir machen uns auf den Weg. Ihr seid bereit, um auch nach Ihime zu treten. Innenstadt.